Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Wie geht denn das Lied weiter, weißt du das? Aber ich habe voll die rote Nase. Huch. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. FBB Time. Herzlich willkommen bei einem Squad Builder Battle. Daniel James Future Star Karte. Sieht mega stabil aus. Und das Ganze mache ich nicht alleine. Ich grüße dich, Habibi Shania. Dobri den, mein Freund. Grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, Pato Family geht's gut. Ich hoffe, ich gewinne heute. Falls ich mich heute anders anhören sollte, ich bin leider nicht ganz gesund. Während dieser Aufnahme werde ich Geburtstag haben, ne? Und dieses Video kommt einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank an alle, die mir gratulieren werden und gratuliert haben, sagen wir es so. Vielen Dank an euch und ja, jetzt geht's das Hauptaugenmerk wieder zurück zum Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und über jede Art von Unterstützung freuen. Kommentare, liken, abonnieren, champonieren und... Erster Link in der Videobeschreibung, da geht's zu Shenya. Bruder, da wird auch ein geiler Spieler kommen, ne? Auf dem yes, Band. Yes, Bruder. Samurai, sag ich nur. Du als Gast, möchtest du reinhalten oder soll ich reinhalten? Mir ist es egal. Mir ist auch egal. Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, okay? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Was hast du? Schere. Ich hab auch Schere. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Was hast du? Stein. Ich hab auch Stein. Das gibt's doch nicht. Schnick, Schnack, Schnuck. Was hast du? Du hast bestimmt Schere, ne? Na, was hast du? Ich hab Blatt. Ich hab Stein. Du hast gewonnen. Ich halt rein. Du haltest rein? Ja. Okay. Ich hab die 4-2-3-1 Stürmer und linkes Mittelfeld. Mhm. Stürmer, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du Rashford oder Martial aufgeschrieben hast. Deswegen bisschen bisschen auf Scream Firmino. Sehr teuer, 960.000 Coins. Und Player of the Month, Mané. Auf den kann ich mich immer verlassen. Oh, okay. Ich dachte, du willst in die andere Richtung gehen. Ich habe Haaland aufgeschrieben und Perisic. Ah, so, okay, der ist auch nicht schlecht. Okay, perfekt. Ich bin auch mit ein bisschen andere Karten gegangen. Und zwar mit einem 87er Belgianer, Michy Batshuayi, auch Batsman bekannt. Und stark. Links daneben habe ich Tossard 85er, auch Story, keine Ahnung, Karte. Ach, irgendwie hätte ich darauf spekulieren können, dass du Batschu nimmst, weil du feierst ihn extrem. Right. Ich habe mich aber für die grüne Link-Variante entschieden, für Rashford und für Martial, weil da hätte ich so doppelte Chance gehabt, weil es gibt von beiden so andere Positionen. Das ist richtig, ja, das ist gut gedacht. So Leute, jetzt kommt das Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gemacht habe. Ich probiere es, kannst schon. Okay, perfekt. Ich habe mal ein bisschen was mal versucht zu machen. Also rechtes ZM gehe ich mit einer Scream-Karte. Der nennt sich James Milner. Links daneben habe ich auch eine Scream-Karte. Der nennt sich Dele Alli. Links daneben habe ich einmal eine Karte. Nennt sich Nainggolan Inform. Ganz stark. Ich habe Madison, Ndidi und Doucouré. Ja, das sieht sehr bunt aus. Ja, haltest du schon rein? Ja. Ich habe den Baustellenmitarbeiter Lukas Maurer. Dann habe ich mich entschieden für den 90 Kanté. Da kann ich mir vorstellen, dass du den sogar haben wirst. Hier habe ich stark ein Gefühl. Und eine Karte, die hoffentlich sehr unscheinbar wirkt, ist eine Footmess-Karte. Habe ich noch nie gespielt und ich habe mir gedacht, okay, bevor der einfach spiellos da im Club versauert, Delph. Delph? Ja. Stark. Also ich, weil ich dachte mir, du bleibst noch in der Liga, musst du ja. Ich habe Alli, Pogba und Kanté. Ja, ich weiß, du brauchst die Sechser. Ich weiß, du brauchst die Sechser, aber da als Torwart ist, ich glaube, der Torwart ist der beste Sechser. Ja, ich glaube es auch. Schade, Pato. Ja, was soll ich machen? Okay. Aber ich habe einen overpowerten Spieler namens Lukas Maurer. Der beste Bauarbeiter der Welt. Der Bauarbeiter des Monats ist er. Ich hoffe, ich habe da. Ich habe nur einen Verein genommen. Du hast nur einen Verein genommen? Quatsch, weiß es nicht. Ich sag irgendwas. Rechtsverteidiger. Aha. Rechtsverteidiger. Ja, ich gehe jetzt aufs Ganze. Wenn du mir schon den teuren Kantil nicht drinnen lässt, gebe ich dir nochmal den teuren Zanetti, falls ich ihn behalten darf. Aha. Und
Hast du vielleicht Alonso? Ich habe Amazon. Amazon? Ja. Boah, okay, ich habe einen Verein genommen. Einen Verein, das war CDB und Dinje. Ich habe zwei Linksverteidiger aufgeschrieben. Was? Das ist aber fies. Also wir fangen mal an mit der rechten Verteidiger. Und zwar, da habe ich mich entschlossen für Scream-Karte. Wir haben Scream-Event für Trippier. Okay. Und auf the left side habe ich leider einen Silberspieler. Ging es nicht anders, ich musste das machen. Und er nennt sich Pellegrin. Für Nainggolan, also Linksverteidiger, gibt es eigentlich nur zwei Linksverteidiger, ja, damit er grün wird. Ja. Und die sind beide Silber. Ja. Und die waren beide nebeneinander, mein Freund. Ja, ich weiß. Und ich habe keine zwei Linksverteidiger aufgeschrieben. Ich habe nämlich den falschen aufgeschrieben. Lyko Giannis, oder wie der heißt, und Trent Alexander-Arnold habe ich aufgeschrieben. Ah, Trent Arnold. Okay, das... 50-50, du solltest Lotto spielen, mein Freund. Ja, heute ist mein Tag der Glücke. Oh, Finalovic. Finalovic, gib ihm. Freunde der Sonne. Beide Innenverteidiger und Torhüter. Ich bin gespannt, ich halt rein, Brudi. Okay, also ich brauche links zu Nainggolan einen Link. Einen. Ja, sonst, weil der Linksverteidiger braucht keinen. Das heißt, ich könnte wieder in die Premier League gehen. Okay. Mit Vertonghen und schieß mich tot. Aber ich habe mich andere entschieden. Und zwar, ich habe mich entschieden für links für Caceres, rechts für Smalling und im Tor habe ich Strakosha. Yes. Mein Freund der guten Unterhaltung. Ja. Ich habe Joe Gomez, Hiedne, ja, und Smalling. Nein. Doch. Der war zu obvious, glaube ich, ne? Der war abnormal obvious. Ja, okay, fuck. Okay, dann kommt da ein Torwart rein. Ja, mein Freund. Nicht so lecker. Aber okay, fast vollständig. Außer ein Spieler, aber ich freue mich. Ja, ist aber eh ganz, ganz stark gewesen, ne? Haltest du schon rein? Ja. Ja, ich habe auch die Liga gewechselt. Ich weiß nicht, ob dich Emerson wahrscheinlich da in die Fährte dies, das rüber geswitcht hat. Nee, gar nicht. Ich habe mich auch für Smalling entschieden. Für den Inform. Ja. Dann habe ich mich für den Italiener entschieden. Für Criscito Inform. Der hat solide Werte. Ich hoffe, den darf ich haben. Und Sirigu. Ah, knapp vorbei, Black. Darf ich dich was fragen, ja, bevor du sagst? Hast du Smalling? Hast du ihn? Ja. Echt jetzt? Ja. Verarscht mich jetzt? Ich schwöre, ich habe Smalling. Ich habe in 40 Minuten Geburtstag. Ja. Hast du ihn? Ich schwöre, ich habe ihn. Ich habe Smalling, Chiellini und Donnarumma. Ich wusste nicht, entweder Donnarumma, Buffon oder Sirigu. Deswegen sage ich so knapp daneben. Bronze, Bronze, Bronze. Oh no, du hast mir ja Smalling rausgefischt, ne? Ja. Ich Trottel, ich habe ihn gerade gekauft. SBB. Ja, mein BB, weißt du, und dann halt SBB. Das ist geil, das ist schon nice. Ach ja, Leute, ne, wir spielen ohne Überzahl im Ballbesitz, ja, also ohne Overload, haben wir uns ausgemacht. Du weißt, ich bin eh Bundesliga-Champion, ja? Du musst mich, mit Respekt musst du gegenüberstehen, oder wie das heißt, keine Ahnung. Was? Das ist nicht mal 11 Meter, ey. Alter, hab ich mir in die Hose gescheißt. Wow. Schade. Jetzt, nein, das leckt gerade beim Schuss. Anweisung viel zu ernst. Ja. Wow. Ich hab geflankt, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ja, was ist das? Wer ist das? Da ist er, James ist das. Oh, toll. Von James sieht man nicht so viel. Ne, gar nicht. Das ist wahrscheinlich eher so dieser klassische Super-Sub. Da ist er. Kaum redet man von ihm. War das James? Achso, ich dachte, es ist Lukas. James. Aber stark gespielt. Ja, guck mal, kaum ist Batshuayi nicht hinten, funktioniert nicht. Ja, das war mein typisches Pato-Tor.
richtig stark. Also das Tor war echt gut. Yes. Dankeschön. Kann es sein, dass Firmino 5-Star-Skills bekommen hat? Weiß ich nicht. Guck dir mal den Skill-Move an. Das war ein Scoop-Turn. Das war der Scoop-Turn. Der hat... Hä? Dann hat er Skill-Upgrade bekommen. Ich glaube, der hatte davor... Hä? Chats, kann man... Leute. Guck doch jetzt mal. Das sicher. Ja, genau. Ich guck einfach nach. Ich wollte sagen, Leute, sagt mir, ob der 5-Stars hat. Schauen wir mal. Hä, hat der 5-Stars? Der hat 5-Star-Skills, ey. Ach was. Das wusste ich gar nicht. Ach man, falschen Spieler in die Hand. Wow. Ich hab's gewusst, dass der nicht reingeht. Wann gehen Flankentore rein? Wow. Merkt man gar nicht. Was wow. Das denn? In FIFA 19 wäre der reingegangen, Bruder. Ich hab jetzt keine herausragende Chance irgendwie gehabt. Ja, ja, wie gesagt, ich bin zweifacher E-Bundesliga-Champion, das merkt man. Ja. Stark. Yeah, yeah. Was? Ey, geil. Jetzt sind wir quitt. Ja, da war aber. Stark. Oh. Elfmeter, ey, niemals. Schauen wir mal, was der James so macht. Ah, bitte. Okay, komm. Ach. Ich dachte, das wäre Freistoß. Da bin ich jetzt sauer. Jetzt bin ich aber sauer. Aua, Bartu, sauer. Schönes Geschenk. Wow. Nein, er nimmt das Geschenk nicht an. Halt's Maul. Alter. No. Strakoscha. No. Stark. Ah ja. Scheiße. Ein Discard. Ja, ein Discard. Ach. Der Torhüter. Ach. Das habe ich gar nicht verdient jetzt, das Ganze. Was, das habe ich gar nicht verdient, ey. GG, Brudi. GG. Was ist das für eine rote Karte, Mann? Ist ärgerlich, ne? So eine rote Karte, ey. Ja. Stell dir mal vor, ich treffe jetzt irgendwas Krasses, Alter. Das ist... Das war bei mir irgendwo auch in der Aufnahme. Da musste ich so einen heftigen, teuren Spieler abstoßen. Du wirst doch so safe einen krassen Spieler erwischen. Da bin ich mir... So sicher. Guck mal, du hast Zanetti auch, ne? Ja, ey, das ist zu wild. Okay. Beginn du lieber. Okay, soll ich anfangen? Ja. Und damit du Rache nehmen kannst, ja? Ich halt's gar nicht aus, ey. Ich weiß nicht warum, aber ich denke mal, du hast nicht gewechselt. Okay. Ich nehme deinen RM. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich der große Verteidiger. Ist das. Der James ist linkes ZDM, Firmino Linksverteidiger. Oh. Mané ist im Sturm. Frag mich nicht, warum ich Mané in den Sturm gebe. Der ist genauso teuer wie Firmino. Oh. Aber nee, ich gebe den genau dorthin. Und Zanetti rechts ist zentrales defensives Mittelfeld. Ja, das wäre meine nächste. Also rechtes. Also ich hätte RV gesagt. Ja, echt? Da ist der Elf. Ah, okay, gut. Oh, jetzt okay, mein Lieber. 4, 3, 2, 1. Ich nehme... linken Innenverteidiger. Auch ein Scheiß, oder was? Persian. Ja. Wer ist das? Das ist mein Torwart, mein Bronze-Torwart. Was? Ich schwör's, der hätte irgendwas aus dem Sturm genommen. Das war Milner, Caceres und wie heißt der? Trossard? Ja. Und rechter Innenverteidiger war der Dings, war der James. Nee. Doch, rechter Innenverteidiger, ey. Und linker Verteidiger war Dele Alli. Und rechter Verteidiger war Nainggolan. Alter. Ich sollte mir echt mal angewöhnen. Ich habe mir mal vor kurzem meine ganzen Squad-Battles angeschaut, ne? Ja. Und ich gehe immer in die Verteidigung in den meisten Fällen. So bitter. Trotzdem, Leute, ich habe in 9 Minuten Geburtstag, wollte ich nochmal erwähnt haben. gebt bitte alle ein Däumchen nach oben oder bewertet einfach das Video, kommentiert das Video. Link ganz oben in der Videobeschreibung geht's zu Shenya. Und ich hoffe, dort wird es ein bisschen kritischer werden mit guten Discards, weil das war... Das klang ziemlich abgesprochen, wenn man ja, das stimmt, so sieht. Zweimal Bronze, Kartner. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles schönen Sonntag noch. Haut rein.
Wir sehen uns bei Xenia. Und Xenia hat das letzte Wort. Ciao. Also auf jeden Fall schreibt unten Happy Birthday Pato nachträglich hin. Ja, nachträglich schreibt da rein. Gratuliert dem jungen Mann. Und ja, danke für die Aufnahme. Wir sehen uns. Supporten ganz wichtig. Viele Likes, viele Abos. Ganz wichtig. Und wir sehen uns. Ciao.